Hallo und herzlich willkommen zurück zu... Ich muss mich anders hinsetzen. Ja, genau, das ist es. Ja, so heißt das LP. Xenoblade Chronicles natürlich. Und jetzt reden wir mit Bozatrox im Machina Geheimversteck. Ein Geschenk von Sarkord. Wie? Was kann das sein? Oh, wie wunderschön ist das, eine Himmelsträne. Ich bin hin und weg. So etwas hat mir noch nie jemand geschenkt. Aber wie mag er nur an diese Himmelsträne gekommen sein? Sarkord war nie im Leben auf der Fingerspitze. Na egal, es ist schließlich die Geste, die dahinter steckt. Danke, dass ihr mir sein Geschenk überbracht habt. Würdet ihr ihm meinen Dank ausrichten? Und sagt ihr bitte auch, dass ich noch nicht zurück kann. Die Meckern sind in letzter Zeit wieder aktiv geworden, deshalb kann ich hier momentan nicht weg. Jo, die hat nämlich auch noch eine Mission für uns. Wir kriegen nochmal 10.000 XP und 13.000 Gold und ein Alkuine-Top. Oder Alkione, Alkuine, ist egal. Sehr schön. So. Bozatrox. Ich habe eine Idee, wie ich mich für eure Dienste bedanken kann. Ich stehe jedoch vor einem kleinen Problem. Ich habe das erst nicht gelesen, egal. Aber daraus wird wohl leider nichts für sich. Ich habe alle meine Materialien für Sarkords Stiefel aufgebraucht. Und ich kann die nicht weg, um neue Materialien zu besorgen. Spezielle Stiefel? Du kannst Stiefel herstellen? Das ist nicht mal ein nützliches Hobby. Nun, das kann man so sagen. Ich mache auch manchmal Stiefel, aber nur welche Forms. Ich wüsste nur zu gerne, wie die Machina Stiefel herstellen. Nun, das lässt sich einrechnen. Ich bin mir sicher, ich kann für euch etwas Schönes schustern. Darüber würde ich mich freuen. Wir können dir gerne die Materialien beschaffen. Ich benötige dafür robuste Düsen und robuste Kolben. Die müssten wir alle haben. Eine, die Kolben ab, wenn ich stimmt. Ja, 18.000 XP. Nice. Aber irgendwie finde ich das schon sammelsam. Ihr müsst Material für euer eigenes Geschenk suchen. Wie dem auch sei, ihr werdet von den Stiefeln begeistert sein. Ja. Okay. Okay, der Wachposten hat noch was. Der müsste die Monstermission haben. Oder die Herausforderung. Wir observieren die Megaron. Ja, okay, das ist nur die Herausforderung, ne? Ah, ne, das sind die Monstermissionen. Okay. What do you need? Ich glaube, der hat die alle. Revoluzzer Bifrons, ja. Okay. Oh, der hat auch noch die zweite. Höllenkrossell, okay, ich weiß, wer das ist. Und das war's, ja. Drei Missionen. Händlerin. Nee, warte, bevor wir hier irgendwas verkaufen, müssen wir eine Ausrüstung machen. Sternschmuck, hier gibt's einen Zwillingsschmuck. Er hatte die ganze Zeit den Sternschmuck immer, ne? Ich glaube, ich gönne dem tatsächlich mal den Zwillingsschmuck dann einfach. Ist mal was anderes. Sieht mal anders aus. So, Alkione kannst du behalten. Sterndingsbums, ja. Zwilling, ja. Sternstiel, Stier, Fußschutz, keine Ahnung. Ist nur was für Ryan und Dumpen, glaube ich. Okay, dann Fiora, hast du neue Weapons? Nö. Hast du ein neues Dings? Nö. Neu hier, neu hier, neu hier, neu hier? Nö. Hurricane Shells. So, willst du das Machina-Gewehr haben? Das ist eine gute Frage. Maximal KP 4. Aber sie hat keine Wutkristalle dann mehr, ne? Aber es ist halt eine Mekon-Weapon, ne? Schade, dass das eine lilane ist, sonst würde ich die geben. Meine Kristalle reinpacken. Auch wenn die ein bisschen schlechter ist. Aber das wäre trotzdem nice, wenn die Mekon einfach so angreifen könnte. So, Amethyst-Rüstung hast du noch. Ich würde das tatsächlich Schala geben, das nächste Alkione. Weil sie hat noch eine Amethyst-Rüstung. So, dann hat sie mal ein bisschen mehr Defense. Sternstulpen brauchst du nicht. Unterhose.
Sternleggings vielleicht. Nee, nee. Sternstiefel. Also sie kann auch schwere Rüstung tragen, ne? Oh Gott, wie sieht das aus? Nee. Nö. Haben wir noch irgendwas hier? Wir haben eigentlich nichts mehr. Eigentlich könnte der Rest, der kann eigentlich weg. Vielleicht noch die Sternleggings an irgendjemanden. Ja, Ryan, ne? Oder Dumban. Hm. Ist eigentlich egal. Ich gebe die Ryan aktuell, weil, keine Ahnung. Stiefel können wir eh nix. Hier haben wir noch das Tapfer-Top und sonst... Nö, sonst nix. Sternrüstung. Sternrüstung. Nö, brauchen wir jetzt nicht. Also es sieht bei Dumb wohl cool aus, ne? Mit diesen Blades, die da rauskommen. Okay. Wie gesagt, ich will erstmal, bevor ich jetzt alles verkaufe. Bevor ich alles verkaufe, möchte ich gucken, dass wir nichts Wichtiges vielleicht verkaufen. Hier Sternschmuck zum Beispiel. Kann das irgendjemand gebrauchen? Nö, kann niemand gebrauchen. Waffen. Das kannst du nicht gebrauchen. Den Machina-Nager. Jager. Ist eigentlich auch nicht so verkehrt, aber krieg ich mir Defense, aber Angriff geht weg, ne? Ja, hier könnte er aber wenigstens die Viecher angreifen mit, ne? Ohne Hilfe. Machina-Stock. Die sind nicht so geil tatsächlich, aber die können halt die Viecher angreifen, ne? Die Machina-Klinge war tatsächlich sehr gut für Dumban. Aber ich glaube, das ist auch das Einzige, was gut ist. Also, der Rest ist eher so schmuh. Ich glaube, die verkauft die aber auch. So, verkaufen. Kann eigentlich dann alles weg, ne? Ja. Einfach alles weg. Ja, ja, ja. Weg mit dem Schmuh. Alles weg. Sehr gut. Okay, dann haben wir das auch. Hier sind noch ein paar. So. Okay, dann können wir mal auf Kaufen klicken. So, Machina-Stock. Chaosbrecher. Hm. Aktuell hat sie die Flinkdolche mit sowieso zwei Dingern. Okay, der Doppelangriff geht weg, ne? Hm. Würde ich jetzt erstmal nicht machen. Ricky? Oh. Okay. Das ist schon, sieht schon sehr geil aus. Aber er kriegt kein Gift, er kriegt Blut. Der hat aktuell Gift, Wut und Brand. Und hier kriegt er Blutung und Technikwut minus. Ja. Machina-Klinge ist für ihn. Hass 2 und Wut 3. Wir haben Hass 4. Max-Angriff und Doppelangriff. Ich glaube, wir werden bei unserem bleiben. Omega-Brecher. Maximal KP und Technikheilung. Machina Ramme. Maximal KP und Wut 4. Wir haben Wut 3. Und macht extra. Hm. Okay, er kriegt KP, aber. Ja. Machina Gewehr. Das ist das, was wir gerade verkauft haben. Okay, bringt mir nichts. Okay, Fiora. Was kannst du gönnen? Haarangriffsvisier. Kostet aber auch 34.000. Muss ich nur mal so sagen. M100 Harnisch.
Der ist übrigens sehr heftig. Also, der hat eine heftige Abwehr. Spezielles Meckerns Torso-Teil beinhaltet künstliche Muskeln, ja. 55, 29. Das ist, also da finde ich die schon geil, aber das ist alles sehr teuer. Warum ist das alles so teuer? Ich will das nicht. Alter, plus 67, das ist krass. Aber ich kann jetzt nicht der hier für 42k. Warte, wie viel Geld haben wir eigentlich? Oh, wir haben 1,9 Millionen. Ich glaube, wir können das schon kaufen. das Problem ist, will ich das denn überhaupt? Umwurfresistent 30%. Ist eigentlich geil, ne? Was ist hier? Rückwurfresistenz 50%. Hast viel. Vor allem hast 5. Das werde ich auf jeden Fall nicht wechseln. Das könnte man wechseln. Ja, das kommt, das gönne ich ihr. Das gönne ich ihr und der Rest ist halt nicht. Oh, wait, du hast Drohnen? Oh, du hast Drohnen. Meconis Hilfsteil erleichtert geometrisches Angriffsmuster. Drohnenkanone, Drohnengewehre. 95. Das ist schwierig zu sagen. Hier geht mehr physische Abwehr. Drohnengewehre, Drohnenkanone. Aber ich kann es nicht vergleichen aktuell, ne? Ich gehe mal kurz weg. So, meine gute Fiora. Du kriegst erstmal dein neues Visier. Sieht überhaupt nicht weird aus oder so. Ich möchte ja ein anderes. Ne, dann bitte einfach die Standardabdeckung. Das sieht ein bisschen schöner aus. Nicht dieses komische, ich weiß nicht, was darum schwirrt. So, Nemesis-Drohnen, was hast du? Du hast Drohnenkanone 1, ja. Dann würde ich tatsächlich das upgraden. Auf. Weil man kann das halt nicht sehen hier. Ich weiß nicht warum. Auf die Drohnenkanone 2. Und ja. Ist einfach stärker wahrscheinlich. Finde ich vielleicht ein bisschen besser bei ihr aktuell. So, ja. Ist stärker auf jeden Fall. Ist gut, ja. Gönnen wir ihr. Hat sie neue Drones. Was haben wir denn jetzt? Talentbäume schon wieder. Erhöht die Erdkraft. Okay. Und sonst interessiert uns der Rest eigentlich nicht. Was mich nur aktuell interessiert, ist das Missionsbuch. Da. Die besten Stiefel. Beute von McConnis. Auf zwei Beinen. Robuste Kolben. Sind das einfach die Tricks-Viecher? Also die, die sowieso immer auf zwei Beinen laufen? Ja, die zum Beispiel. Wahrscheinlich, ne? Okay. Stromsektor 1. Ja, ich weiß schon, wo der ist. Und den weiß ich auch, wo ist. Stromsektor 2, genau. Jo, wir brauchen Erinnerungen. Erstatte Mixi. Bericht. Ah ja, stimmt. Geschichte von McDonald's. Oh, was? Wir haben schon 3? What? Wo haben wir denn die 3 gefunden? Hä? Haben wir die? Okay. Ich hab nichts davon mitbekommen. Keine Ahnung. Ich dachte, wir hätten noch gar nicht so viele, aber okay, wir haben tatsächlich viele. Was mich interessiert, ist das Harmoniediagramm. Wir sind immer noch auf Stufe 4. Schade. Aber warum kriegt Fiora nicht mit? Mag Obst und Gemüse. Mag Gemüse. Okay.
Tja. Ja, ich hab nicht so viele, ne? Ja. Tja. Dann lassen wir das. Dann. So, die mag auch Gemüse. Obst. So, weiße Pflaume. Ah, das gibt's nicht, ne? Nicht wahr sein. Warum braucht ihr so viel Harmonie? Okay, dann lassen wir das halt. Ja, okay. Das hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Mein Kinderwachboss, der ist aber auch. Ja, so kann man auch chillen. Warum ist das Meer da unten so lila, hä? Sieht voll komisch aus. Oh, vielleicht verliert McCollis ja auch Öl oder so. Oh. Ist auf jeden Fall cool, ne? Also hier dieses Machina-Geheimversteck. Ist nicht so ganz einfach zu finden. Wir können jetzt eigentlich zur großen Schlachtnarbe zurück. Wir müssen da oben, ne? Damage. So, Sequenz. Whoa! Don't look down. Anyone know where we are? Other than high up? Maybe somewhere around the thigh? The thigh? You mean we ain't even halfway there yet? Stop moaning about it. Look, we can make camp over there. Let's rest for a while. Fiora, are you sure you're feeling okay? I feel a bit like I haven't got used to this body yet. But please, whatever you do, don't tell Shulk about it. I'm sorry, Dunban. Don't worry about it. Back when my arm was injured, it was you who took care of me. I'd almost forgotten. It seems so long ago now. Thanks, Ryan. Doing a spot of maintenance? Yeah. The sighting's been a bit off lately. You know, Mikko let us have some new parts. I could make you a new rifle if you want. Thanks. But I want to keep using this one for now. Shulk, get a clue, man. It's more than just a weapon to her. She can't just throw it away and get a new one. Yeah. I suppose so. If she let anything happen to it, I bet she'd get a whack from old Atharon. Doesn't my man ever rest? Not a chance.
The lives of everyone in the colony rely on the Defense Force. Our readiness and our will to keep on fighting. We never know when the Mekon will strike next. No. But I won't let anyone else die. Lost 30 men in Fortress 3 alone. Listen to me. Nobody knew that so many Mekon would come. More people would have died if it wasn't for you. It's not about reducing casualties. We lost 30 men. And we've lost the fortress. Those men died for nothing. Would their deaths have meaning if we'd won? Yes. At least they would have died for something. This is the end now. It's either the Mekon or us. I don't care if I'm the last man standing. I'll take them down! Hey, Ryan. What is it? Do you want to beat the Mekon? Of course. What are you asking that for? At any cost? Even if it means giving your own life? Giving my own life? No way. I can't do anything if I'm dead. I'm gonna take down the Mekon and survive. And there's no way I'm gonna lose Shulk, Fiora, or you along the way. We're all gonna win this and get out alive. If only we all thought like you. What do you mean? It's charming. What? We should get moving. We don't have time to hang around. Ryan, did you rest well? Yeah, I feel great. It looks like we're about to re-enter the Mekonis. Brace yourselves. Got it. You okay? Oh, it's nothing. Just my imagination. Damon hat es bemerkt. Wir wurden ausspioniert. Damon hat es gemerkt, dass da hinten jemand drauf saß. Aber wer? Nun, wir werden es ja sehr viel später erfahren. Aktuell, glaube ich, erfährt man es sowieso gar nicht. Guck mal, da unten ist übrigens der eine Tank. Also, wir sind irgendwie ziemlich weit oben. So, und hier gönnen wir uns natürlich erstmal Items. Da haben wir noch Moosblech bekommen. Sehr gut. Das brauchen wir für Colony 6 nämlich.
Ja, ich habe den Sprung geschafft. Zumindest ein bisschen. Ich bin auch einmal aus Versehen. Oh, der Turboaufzug. Ja, wir brauchen Strom, alles klar. Die brauche ich zum Glück nicht zu besiegen. Ich bin einmal hier runter gejumpt. Habe es nicht überlebt. Das war ein bisschen lustig, weil ich dann so auch gesprungen bin, einfach so aus Spaß. Und auf einmal fliege ich dann 300 Kilometer weiter. Das war ein bisschen, die muss ich besiegen für das Item. Für die Kolbe. Shadow Eye. Wo geht ihr hin, ihr Viecher? Aber schmeißt bitte nicht runter. Ja, nice. Wo stehst du da, du komisches bisschen? Ah. So, Kolben. Ja. Yeah. Alcoina-Handschuh. Oder Alcoina-Dingsbums. So, den müssen wir sowieso besiegen. Ciao. Ah, 21k? Robuste Linse, okay. Linse, brauchen wir die vielleicht auch noch? Ich weiß auf jeden Fall, dass hier irgendwo dieser Höllenkrossell auf der anderen Seite, glaube ich, ist der. Ich glaube, der schwirrt da rum. So, und hier muss man einfach nur runterfallen, glaube ich, ja. Ich glaube, den können wir, ja. Stromsektor 2. Oh, wait, das kann wohl sein, dass der hier kommt. Der Revoluzza. Kann sein, dass der die ruft. Sein können. Ah, vielleicht kommt er jetzt erst runter. Das kann sein. Nee, das ist nicht hier. Da kommt er vielleicht noch. Und er ist hier oben, hier über mir da. Kann auch sein. Kann auch alles sein. Ja, ich denke mal, dass der dann da sein wird. Hier fliegen auch überall diese komischen, schwirrenden Kackviecher rum. Ja, der wird da sein. Das müsste der andere sein. Der Höllenkrozell, der müsste da sein. Ach, da ist er ja. Da ist der Boss. Oh ne, hier ist er. Hier ist der Höllenkrossell. Ach so. Damage.
Ich möchte Stärkung. Hast du irgendeine Stärkung? Aber ich mach deine Aura weg. Oder deine... deine Rüstung, oder? Geht das auch? Macht der auch die Rüstung weg? Ne, der macht hier nicht die Rüstung weg. Schade. Ey, du sollst dich mich angreifen. Schade. Ich weiß, die Thunderbolt hätte vielleicht mehr Damage gemacht, aber machen sie eigentlich gut Damage. Weil das ist scheiße. Drehschnitt ist scheiße. Die, schön. Sehr schön. 62.000 Mann, ey, einfach. Ich bin Stufe 64. Oh, Schutzdolche. Makina-Stock und Makina-Wächter. Schön. Ich brauche aber Makina-Wächter 3. Also. Ich glaube, die Dreierwaffen sind das, die ich brauche. Der ist Level 60, ne? So. Hui, hui, turn around. Hui. Die, Misty. Ciao. Robustes Triebwerk, ich glaube, das brauchen wir sogar. Ja. Zwei robuste Triebwerke. Okay. Sehr gut. Ab jetzt müsste auch die Mission locker verfügbar sein. Wait, hier sind wir hergekommen. Oder? Doch. Verwirrend. Ja, in die Mitte können wir noch nicht. Ja, dann müsste ja hier der andere sein, oder? Hier ist noch ein Trick. Aber ein guter Match. Hey, dreh dich um. Und tschüss. Oh, schade. Robuste Linse. Die, keine Ahnung, ob ich die besiegen muss. Ich bin immer noch sicher, dass der Grüne, der da rumschwirrt, dass der Typ ist, den wir brauchen. Bist du der oder bist du... Ja. Revolution Bifrons. Problem an dem ist... Der hat auch Stacheln. Deswegen sollten wir zuerst die Ratte wegmachen. Komm, stirb du, Misty. Sehr gut. Dann mach ich bei dir nämlich direkt einen Löscher. So, Aura-Siegel reingedrückt. Jetzt muss ich mich erstmal wieder aufladen. Oh, die sind umgeworfen. Vision. Hartes Rammen. Nee, lass das mal. Ja, Schala, endlich.
So, Aura-Siegel. Was gönnst du? Oh mein Gott! Ja, das ist das Beste, was passieren kann! 42k! How do you like that? Misty. Haha, was für ein Loser! Okay. Wir haben den Easy Down gemacht. Okay, let's get going. Oh, Reinigungsschrottmeisterbuch. Ja, moin. Und nochmal Zwillingsschmuck. Das Geile halt war, dass wir ihm halt echt einfach easy peasy mit Schulk halt 42k weggedasht haben, dadurch, dass wir die Kette auf 4 hatten. Das war heftig. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.